Meine Lieben, es gibt ein Eilupdate, das kann ich euch nicht vorenthalten. Allerdings für all diejenigen, die jetzt keine Spoiler mögen, bitte das Video erst gar nicht weiterschauen. Es geht um das Sommerhaus der Stars und hier sind erste Informationen vom Dreh jetzt nach außen gedrungen und ich serviere sie euch brühwarm. Meine Lieben, das Sommerhaus hat am Mittwoch, glaube ich, begonnen mit den Dreharbeiten. Dienstag oder Mittwoch letzte Woche wurde in Bocholt begonnen mit dem Dreh. Dann wisst ihr ja, dann sind so ganz klassisch so diese Einzugsfolgen. Die Paare wurden offiziell bestätigt und bekannt gegeben. Und ja, da waren ja so einige Überraschungen dabei, wie zum Beispiel eben Valentina oder eben auch Alex Petrovic. Da kann ich mir jetzt allerdings zum Beispiel vorstellen, dass diese zwei roten Flaggen sich entweder richtig gut verstehen und supporten oder es da richtig Beef gibt. Ebenso könnte hier natürlich zum Beispiel Team Petrovic oder Team Valentina durchaus auch Ricarda und Maurice sein. Es gab auf jeden Fall ordentlich Beef im Sommerhaus, ja. Also wenn ihr jetzt, habt ihr immer noch die Möglichkeit abzuschalten, wenn ihr nicht wissen wollt, wer hier, ja, sozusagen schon mal rausgeflogen ist. Denn ihr wisst, die Pärchen wählen sich ja alle gegenseitig raus. Und hier haben wir nochmal so einen schönen, tollen Überblick bekommen, ja. Nämlich zum einen Ricarda und Maurice, die wir ja bei Aito erlebt haben. Und ich muss sagen, ich komme mit den beiden sehr gut klar, mit denen ja auch ein schönes Interview hier auf dem Kanal. Also ich finde die ja ganz gut. Ich mag aber auch Edith und Erik Stehfest sehr gerne, die hier rechts im Bild sind. Also auch erinnern wir uns an den Dschungel, als Erik gesagt hat, ich gehe hier nicht für dich das Essen holen und so. Also der hat natürlich auch schön polarisiert mit seiner Meinung, ist aber auch so ein bisschen spirituell oder auf einem spirituelleren Trip. Die haben beide ähnliche Tattoos. Sie finde ich so auch von der Figur und was man so am Rande eben auch mitbekommen hat und auch in den Interviews in Südafrika war es ja, pardon, das hätte ich bei Australien gesagt, fand ich sie auch sehr sympathisch. Jetzt haben wir Claudia Obert und ihren Bubi. Ja, sagen wir es mal so. Also, Claudia Obert war legendär in Promis unter Palmen. Also das ist eine Staffel, die man sich irgendwie immer wieder angucken kann oder auch ausschnittsweise anschauen kann. Wurde dort ordentlich gemobbt von Carina Spack, wenn wir uns erinnern, ist mit Desiree Nick ziemlich aneinander geknallt, ja. Die mögen sich auch immer noch nicht, trotz einer gemeinsamen Werbekampagne, die sie für Burger King gemacht haben. Und jetzt trifft diese Kombination auf, ja, Reality-Stars mal wieder. Dass Claudia Obert ein loses Mundwerk hat und sicherlich polarisiert, ist, ja, das wollen wir ja sehen. Und ja, jetzt schauen wir hier mal rein. Im Sommerhaus der Stars hat es schon wieder geknallt, bevor die Show überhaupt im Fernsehen begonnen hat. Das, was sich zusammenbraut, konnte man sich denken, als RTL die neuen Paare des diesjährigen Promi-Ferienlagers vorgestellt hatte. Unter anderem Shampoos und Krawall-Promi Claudia Obert mit ihrem Toyboy Max Suhr. Also Toyboy, naja. Die haben jetzt halt ein bisschen einen Altersunterschied, aber geht doch anscheinend gut. Also warum muss man sich immer darauf aufhängen, ja? Im umgekehrten Fall wäre jetzt eher 61 und sie 24, würde da keiner was sagen. Ne? Dann würde man ja hier nicht Toy Girl schreiben oder sowas. So, jetzt geht's los. Vor gut einer Woche hat man angefangen, die neue Staffel zu drehen und Claudia Obert, so erfuhr Bild aus dem Produktionsumfeld. Die Produktionsfirma Z-Point, die mich verteufelte, dass ich Kampf der Reality Stars einen Mini-Spoiler getroppt hatte, mit gutem Grund, weil ich mich gegen Antisemitismus eingesetzt habe und mit dieser Produktion noch gar nichts zu tun hat.
Ja, da kommen immer die Leaks durch, ne? Ist auch komisch, ne? Also, dass es immer aus deren Umfeld, aus den eigenen Reihen kommt. Letztes Jahr war alles gespoilert, lange bevor die Staffel im TV war. Und Claudia Obert hat direkt das Haus aufgemischt. Im Sommerhaus der Stars, wo sich 8 mehr oder weniger prominente Pärchen auf engstem Raum begegnen, soll die Obert in ihrer bewährten Art gleich mal frei von der Leber erzählt haben, was sie von den anderen hält. Nämlich gar nichts. Und so direkt für Lagerkoller gesorgt haben. Naja, sie ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass die jetzt irgendwie sehr viel sich in die Gemeinschaft einbringt, irgendwie viel putzen würde oder kochen würde. Also man hat ja noch nicht so die hausfräulichen Begabungen, beschränken sich auf das Öffnen einer Champagnerflasche. Und ich glaube jetzt, ich habe die noch in keiner Show abspülen, kochen, putzen oder irgendwas gesehen. Das ist natürlich etwas, was im Sommerhaus immer nicht ganz so gut ankommt, wenn man sich so an diesen allgemeinen Betätigungen so überhaupt gar nicht beteiligen möchte oder will. Nun denn, laut, schrill und frech, so kennt man Claudia. Erobert hat sie mit ihrer direkten Art hier aber niemanden. Ganz im Gegenteil, sie eckte damit bei ihren TV-Bewohnern mal wieder an. Also es ist, glaube ich, aber auch nicht schwer, bei einem Alex Petrovic anzuecken oder auch bei einer Valentina anzuecken. Das erscheint mir jetzt keine Schwierigkeit. Ich glaube, dass natürlich, wenn jetzt hier der Gemeinschaftssinn ein Stück weit in den Vordergrund rückt, zum Beispiel eben die Stehfests, das sicherlich sich für einsetzen werden und dann damit auch mal hart konfrontieren und sagen, also ihr könnt ja auch mal irgendwas machen, ja. Und wir wissen ja, dass dieses Haus ziemlich verdreckt übergeben wird, ja. Also das kennen wir ja nun auch aus allen anderen Folgen. Claudia mit ihrem jungen Lover Max, da ging es weniger harmonisch zu. Und so kam, wie es wohl kommen musste. Claudia und ihr Lover bekamen nach Bildinfos von den anderen Promi-Pärchen, unter anderem machen das Ehepaar Erik und Edith Stehfest und auch Schlagersänger Tim Toupet und seine Carina mit direkt die rote Karte gezeigt. Inwieweit Tim Toupet und Carina sich da, also die kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich kenne keinen Song von ihm. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich kann jetzt also beide, ich kann zu beiden gar nichts sagen. Also da lasse ich mich mal wirklich überraschen, wenn es denn kommt. Claudia und ihr Täuber Max wurden nach Bildinfos als erstes rausgewählt. Mit Oberts Art kann nicht jeder. Die Modeunternehmerin sorgte schon öfters mal für Stress bei Promis unter Palmen. Ging es mit Desi Rinnick, habe ich ja gerade erklärt, ne? Da ist das S-Wort gefallen, ne? Du wirst platt gemacht. Oder dich F einfach keiner mehr, Obert über Nick. Dabei wurde es sogar handgreiflich, da erinnern wir uns auch dran. So, und auch wenn das Sommerhaus der Stars nicht unter Palmen, sondern in Bocholt steht, Claudia Obert soll ihre Sommerhaus-Mitbewohner verbal ordentlich auf die Palme gebracht haben und so für ihren schnellen Abgang gesorgt. Ist natürlich auch eine Masche, kann man natürlich auch sagen, denn das Geld kassiert sie ja ohnehin. Also das ist in jedem Falle ja schon mal da. Und dann denkt sie sich, naja, was soll ich jetzt hier in dem Dreckloch länger bleiben? Ich gehe raus und sauf meinen Shampoos, nimm das Geld mit und provoziere jetzt mal alle durch, hab gute Sendezeit, und muss hier gar nicht lange aushalten, den Gewinn hat sie eh nicht nötig. Boah, so wird's gewesen sein. Also schon mal ein Grund, sich auf August, September, wenn die Ausstrahlung beginnt, zu freuen. Es wird richtig gut werden. Ach Mensch, das Sommerhaus der Stars. Lasst gleich ein Abo und ein Like da, ein Abo mit Glocke, um hier gar nichts mehr zu verpassen. Und jetzt bin ich auf eure Kommentare gespannt. Bis dahin, ciao.